Aber kommen wir jetzt gerade dazu. Donald Trump ist bei einem Wahlkampfauftritt in Pennsylvania mal kurz wieder off-script gegangen. Das ist uns bis jetzt nicht passiert, machen wir aber auch das Jahr, wir gehen auch off-script. Und er hat sehr ausführlich, der Donald, hat sehr ausführlich über die grossen Genitalien vom verstorbenen Golfer Arnold Palmer geredet. Und ich finde, da haben sich mega viele darüber aufgeregt. Aber also ganz ehrlich, also wenn die Genitalien so gross sind, dann muss man auch lange darüber reden, finde ich. Also da wird man ja wohl noch mal bestaunen dürfen. Ja. Jetzt also wirklich vorschreiben, was man da bestaunen und was nicht. Ja gut, die Frage ist, oder, ja okay, wahrscheinlich sind es lang, oder? Aber ist es auch schön? Das weiß ich das nicht. Stimmt. Ja. Auf jeden Fall hätte er von mega weit hin können einlochen. Wow! Gerade aber der Donald Trump ist jetzt nicht. Ich würde jetzt nicht herziehen, um eine Größe von einem Penis bewerten. Ja. Er hat ja kleine Hände. Und wenn der mit seinen kleinen Händen einen Penis anlangt, sieht der einfach gross aus. Ja. Im Verhältnis. Ja, das ist klar. Aber es ist natürlich einfach politisch gesehen ein genitaler Schachzug. Ja, absolut. Absolut. Ja, er weiss eben. Wie man unsichere Wählerinnen und Wähler überzeugt mit grossen Schwänzen von toten Menschen. Ja. Ja, das ist alte politische Regeln. Wenn du willst Stimmen holen, rede über die grossen Schwänze von alten, verstorbenen Menschen. Tiefe Trickkiste, klar. Tiefe Unterhosen. Mit Unterhosen.